Hi Leute, willkommen zu einem weiteren Lost Ark Video. Wir befinden uns heute auf der Azurblauen Insel und zwar sind wir hier ganz links außen in so ein Untergrundding gegangen und da gibt es so einen Stein zum Prüfen, der aussieht wie ein Ei, würde mehr zur Alaka passen. Und der gibt uns eine versteckte Quest. Da müssen wir den seltsamen Stein für nehmen. Und anheben. Let's go. We can do it. Frage den Archäologen in der Nähe. Wir holen uns also im Endeffekt den Zuschauer-Joker von so einer Person, die zufälligerweise gerade die Insel untersucht. Ganz, ganz zufälligerweise ist jemand in der Nähe, der uns bei diesem ganz auffälligen Stein auf diesem Altar helfen kann. Hallo Sona, ich habe einen seltsamen Stein gefunden. Später vielleicht. Schweinerei. Untersuche die in den Ruinen entdeckte uralte Sprache. Okay, wir geben auf, okay. Wir kapitulieren. Und wir lesen uns das auch nicht weiter durch. Wir gehen einfach zurück zum Questgeber. Ich glaube, das wird uninteressant sein. Wenn ihr es lesen wolltet, hättet ihr an der Stelle Stopp machen können. Es ist also ein Drachenstein. Jetzt gehen wir zurück. Finde und spiele ein F2 belebendes Lied. Also ich weiß nicht, welches Lied meine F2-Taste beleben kann, aber passt schon. Ein belebendes Lied ist. Ja, Lied des Frühlings, eine Melodie, die Herz und Seele belebt. Gebongt, das wird sein. Ziemlich obvious, ne? Also ich meine, belebendes Lied, was Herz und Seele belebt, ne? Beschreibung passt 1:1, das wird stimmen. Hebe den Drachenstein an. Gotcha, wir haben den Drachenstein eingesteckt. Wir waren es nicht, wir sind keine Diebe. Ist der jetzt so eine Million Silber wert? Kriege ich dafür jetzt eine Million Silber? Hä? Was meint ihr, Chat? Gebt mir die Millionen Silber. Die nehme ich. Hier, nimm das. Genau, nimm das. Erweckungsschwingen für den Drachenstein. Reise nach Shangri im Meer von Geena. Jo, ich würde sagen, damit sehen wir uns auf Shangri wieder. So, und wir sind nun auf Shangri. Na, ihr wisst, Shangri könnt ihr immer auf der Weltkarte suchen, wenn ihr dahin müsst nach der Azurblauen Insel. Wir sind jetzt im rechten Spawn, hat drei Spawns. Wird euch hier links in der Liste angezeigt, ist so alle 2 Stunden gefühlt. Und wir müssen mit Bison reden. Dafür müssen wir die Hydra-Höhle finden. Ja, die Hydra-Höhle. Ich weiß nicht mehr genau, wo die war. Wir suchen gerade. Es ist doch hier. Ich bin ein Retard. Ich dachte, die wäre oben gewesen, deshalb bin ich zur Wolke. Confirmed, gotcha. Meine Truhe. Gib mir die Pfirsiche. Energie durchströmt meinen Körper. Ist das die? Ja, das ist die. Okay. Und dann müssen wir mit diesem Skelett reden. Spiele das Lied des Frühlings bei den Knochen. Beruhige den
Okay, den Drachen. Gott, und dann muss ich jetzt wieder raus. Okay. Also ist der Eingang hier oben an der Stelle. Also genau hier. Ich weiß gar nicht, warum ich am Anfang da nicht reingekommen bin. Ich dachte dann erst, der Eingang wäre oben gewesen in der Memory. Aber jo. Also hier rein und dann da hoch. Und jetzt müssen wir mit Yi-Sun reden. Und jetzt müssen wir die Inschriften im Stein untersuchen. Dafür müssen wir jetzt leider wirklich hoch. Ja, dann warten wir mal auf unser Ticket nach oben. Wir nehmen unterwegs ein paar Pfirsiche mit. Kann ja nicht schaden. Alles für die Quest. Der Eintrag über die Hydra. Gotcha. Gib mir. Ne, warte, ich muss mit dem Lila anfahren, ne? Das ist grün. Grün geht dahin. Lila geht. Lila geht dahin, ne? Das ist eine mega lange Fahrt, oder? Ist das dieselbe Farbe? Ja, ne? Das ist lila. Das heißt, wir müssen auf den linken. Ja, ist halt abwarten. Abwarten und Däumchen drehen. So, jetzt sind wir hier angekommen, um einen Drachenstein an einen Ort mit starkem Wind zu legen und nochmal das Lied des Frühlings auszupacken. Let's go! Sind wir mal gespannt, was jetzt als nächstes passiert. Go, Drachenstein, you can do it! Abgesehen davon, dass wir Tau bekommen haben, haben wir einen Stein bekommen. Spuren des Schwingenwinds. Und bringen die Windspuren zu Bison. Das heißt, wir müssen jetzt den roten nehmen und darüber und dann zu Bison. So, und jetzt sind wir zurück bei Bison und wir gucken mal, ist die Quest vorbei? Die Quest ist vorbei, Poggers. Damit haben wir die Quest der Azurblauen fertig und wir haben noch ein bisschen Material bekommen, was wir einem T2-Char geben können. Es sind halt 23 Lebensfragmentbeutel. Das sind halt 23.000 Lebensfragmente.
Das ist ziemlich cool und noch ein paar Lebenssprungsteine. Die Quest hat sich an der Stelle auf jeden Fall gelohnt. Und das war's dann für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos haben wollt, dürft ihr gerne ein Abo da lassen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Macht's gut.